So, hallihallo zusammen. Hier ist wieder Crave for You. Wir spielen Mages of Mistralia. Ja, lange haben wir nicht gespielt, aber jetzt. Ja, ich merke schon, wir haben lange nicht gespielt. Ein bisschen zu laut. Moment. Das ist besser. Entschuldigung. So, schauen wir mal, ob ich es noch kann. Und was wir hier brauchen. Hier. Das ist ja lustig. Du musst hier sein. Es ist eine Weile her, seit ich so eine raue Kraft gespürt habe. Der kennt uns irgendwie oder andere Mages. Basius. Ne, Blasius. Wir kriegen was beigebracht. Das ist schön. Mächtig sein zum Überleben, das hört sich natürlich so gut an. So, mal gucken, was der noch zu sagen hat. Okay, interessant. Oh, Luft, jawohl! Ja, neue Essenzen! Essenz von Himmel und Stürmen. Cool und eine Errungenschaft. Beherrscher der Luft. Der Weise der Aura. Versunkenen Steinbruch. Alles klar. Und weg ist er. Du kannst die Essenz eines jeden Zauberspruchs in Luft umändern. Versuch dein Krea-Zauberspruch zu modifizieren. Alles klar. Dann machen wir mal einen neuen Krea. Nicht, dass wir uns jetzt hier Essenzübung abgeschlossen. Okay. Also Krea hat jetzt Luft und den machen wir mal gleich noch mit Bewegen zusammen. Da kann man Luftstoß wahrscheinlich machen. So, was haben wir hier noch? Des Meistern. Schwalbe. Geschwindigkeit erhöhen brauchen wir eigentlich jetzt nicht, denke ich. Okay, dann lassen wir das mal so. Probieren wir mal den Krea aus. Ah, da ist er.
Wirbelsturm. Cool. Fetzt, fetzt, fetzt. So, hier ist also nichts mehr. Aber, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir hier vorne ja speichern. Jawohl. Noch so eine Windmühle haben. Ja, genau. Danke, liebes Zauberbuch. Also, lieb will ich ja noch nicht, aber. Hahaha. Cool, cool. Oh, wo bin ich jetzt? Ah. Bin ich jetzt im Dorf? Dorfwächter. Ich kann jetzt erstmal ins Dorf zurück. Schauen wir mal. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Ich glaube, jetzt sind sie ja nicht mehr so abgeneigt von meiner Magie. Ich darf jetzt meinen Zauberspruch hier, Zauberstab hier behalten, so wie es aussieht. Vielleicht. Vielleicht, weil ich die rettet habe. Jawohl. So wird's sein. Hier hatte ich schon mal die Truhe. Brauchen wir jetzt nicht mehr. So, schauen wir mal hier hoch. Im Dorf sind jetzt wahrscheinlich alle wieder zurückgekehrt, weil wir alle Dorfbewohner errettet haben. Hallo, Schmied. Hallo. Wieder ins Dorf. Die sind alle noch hier oben. Okay. Dann schauen wir noch mal ins Dorf. Ob wir da jetzt noch irgendwas tun können. Oder ob das jetzt hier. Ja, die müssten ja langsam anfangen, das wieder aufzubauen. Ne? Ich meine, vielleicht haben sie noch Angst. Aber wenn der sagt, hier ist wieder alles in Ordnung. Bestien sind verschwunden. Die Gefahr ist gebannt. Dann könnten die jetzt eigentlich anfangen, ihr Dorf wieder aufzubauen. Vielleicht haben die auch noch ein bisschen Angst, dass irgendwie verständlich wäre. Aber die haben ja sicherlich auch ein Interesse daran, so schnell wie möglich wieder alles aufzubauen, um wieder ein bisschen Normalität einkehren zu lassen. Sieht nicht so aus. Also hier ist wirklich alles. Alles sicher. Ich habe heute Wortfindungsstörungen und ich beende meine Sätze nicht. Komisch. Ist das schon aufgefallen? So, okay. Dann gucken wir mal, wie wir zu dem Steinbruch kommen. Ich habe eigentlich noch gar nicht so eine richtige Idee im Moment, wie es jetzt weitergeht. Also klar, Steinbruch und die einzelnen Sachen noch holen, aber man versucht ja immer so ein Großes und Ganzes zu sehen. Ne? Okay, also klar, wir müssen uns wahrscheinlich jetzt unsere nächsten Essentia holen, die ganzen Elemente, um dann am Ende dem Bösen gegenüberzutreten. Schauen wir kurz auf die Karte. Wir sind jetzt im Dorf und wir müssen in den versunkenen Steinbruch. Okay, dazu müssen wir ins Hochland. Alles klar. Kommen wir jetzt zum Hochland? Werden wir gleich sehen. Jawohl. Wunderbar, wunderbar. Oh.
Jungs, Jungs, Jungs. Ach, kann ich mit dem? Ah, nee. Oh, der hat zugehauen. Ah, die sind irgendwie nicht so gut auf mich zu sprechen. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Ich hoffe, dass das sich auch noch aufklärt, dass wir ja nicht bis zum Ende die Bösen sind. Völlig vergessen. Gucken wir mal. Jawohl. So. Ein paar Perlen sammeln wir noch. Ach, der Steinbruch. Genau, jetzt bin ich wieder im Bilde. Der war hier drüben irgendwo, ne? Mana sammeln. So, und ich will mal den anderen Kreo noch benutzen. Hau ihn um. Gerade so cool. Fetzt, fetzt. Hier kommen wir mehr. Kein Mana, alles klar, ich hab's verstanden. Wahnsinn. Und so eine kleine Kiste kriegt sich kaputt. Naja, hab ich ja schon mal drüber philosophiert. So, jetzt haben wir hier unseren. Ja, es wird immer besser, ne? Immer mehr Sachen. Oh, wir kommen nicht zurück. Habt ihr es gesehen? Hoffentlich kommen wir von der anderen Seite dann noch daran. Oder wir können jetzt hier einen anderen Weg benutzen. So, der versunkene Steinbruch. Vor allem versunken. Also versunken sieht er gar nicht aus. Einmal speichern bitte. Untersuchen natürlich. Was war das? Nicht so wichtig. Okay. Also er sagt immer noch nicht, wer er ist, was er ist oder... Okay, also wir müssen hier noch ein paar Sachen aktivieren. Wasserlauf, cool. Hast du auch so schick gemacht, ne? Wow, ich sehe nichts.
Oh, das Ding verfolgt mich auch noch. Alles klar. Wo ist die? Naja, geht doch. So. Jetzt müssen wir erstmal freiräumen ein bisschen. Gehen erstmal hier runter. Bin noch nicht so sicher. Ich habe noch kein Bild im Kopf, wie es hier aussieht. Ganz schön verzweigt hier. Oh Gott. Oh Mann. Angst runterzufallen ist hier nicht unbegründet. Oh, Minigame. So, mal schauen, ob wir hierzu alles haben. Machen wir noch das kleine Spielchen. Brauchst du einen Hinweis? Okay, also wir haben theoretisch alles, was die Herausforderung benötigt. Okay, wir müssen irgendwie da hoch. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir irgendwie da Wasser lang fliegen lassen. Fließen lassen. Okay, dann lassen wir mal das Creo. Wir machen ein neues Creo. Mit Luft bitte. Bewegen und links rum. Ja, schauen wir mal. Okay. So. Nicht. Recht klein der Kreis, den dieses Ding jetzt sieht. Was die Füße hier machen, weiß ich auch noch nicht. Okay. Dann gucken wir noch mal, ob wir das Creo noch ein wenig bearbeiten können. Verlängert bekommen. Jawohl. So sollte es klappen. Juhu. Jo, schick. Das war's schon. Perle bekommen. Wieder raus. Dankeschön. Das war ja relativ einfach. Aber man muss halt dann so nach und nach immer die einzelnen Sachen beachten bzw. im Kopf haben. Nein. Du sollst wieder zurückkommen. Komm zurück. Gut. Falls ich hier wieder weg muss. Nervt aber. Aua. Oh,
Ja, ist natürlich so stark, ne, dass er jetzt auch wenig zulässt, beziehungsweise viel, viel Mana kostet. Oh. Okay, wie habe ich das geschafft? Interessant. Naja, ich will mich nicht beschweren. Untersuchen. Ja, jetzt müssen wir die ganzen Wasserströme hier anschalten. Das ist ziemlich cool. Okay. Hier ist nichts mehr. Dann können wir zurück. Hier lang. Oh, ich sehe schon. So nicht, mein Freund. So nicht. Schon ein bisschen Mana tanken. Ein bisschen Leben, immer gut. Da ist noch eine Kiste. Okay, die holen wir uns gleich. Hier ist nichts. Okay. Ist nur dafür da, um das Ding zu holen. Alles klar. Ausschalten und dann rechtzeitig runterhüpfen. Okay. Und eine Kiste und eine Perle. Holen wir uns noch. Dann geht's wieder runter. Nein, nicht zu früh, nicht zu früh. Ach, naja, wegen dem paar Perlen machen wir uns jetzt nicht heiß. So, der Teil sollte dann also erstmal abgearbeitet sein und ich sehe, Zeit ist rum. Wir machen hier eine kurze Pause. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Dann sehe ich, dass ihr das feiert, dass ihr das unterstützt und weiter davon ja, was sehen wollt. Bis dahin. Ciao, ciao.